So, da sind wir wieder bei den restlichen. Und überall erwarten uns Feinde und anscheinend immer die gleiche Scheiße. Macht Waffen. Wir kommen einfach nicht zum Zug. Das sind so Sachen, ne? Das riecht mich so auf. Na, immerhin. Einer, der Damage macht. So, kommt jetzt Kane wieder runter? Sehr gut. Blauzahl. Und wieder die Viecher. So much Abwechslung. Ich weiß gar nicht mehr wohin bei dieser ganzen Abwechslung. Oh, jetzt pennt Kai noch ein. Obwohl mein Befehl vor dem Befehl von dem Viech kam. Also so langsam, ne? Krieg ich echt den Hals. Sagt mir was. Komm schon. Vielen Dank. Medusa-Pfeile, haben wir die nicht schon? Na, oh, immerhin mal harmlose Gegner. Das habe ich jetzt aber echt mal verdient, ganz im Ernst. Ich weiß gar nicht, ob Sessen auch Erzengel lernt. Oh, Berserker. Ich bin mal gespannt. Oh Gott. Ach, schon tot. Nicht tot? Okay, nicht tot. Aber jetzt tot. Ah, wie schön der Kampf noch sein kann. Vollmondring. Okay.
schon das Ding. Erste weg. Ach, jetzt springe ich zuerst. Jetzt, wo der Kampf quasi vorbei ist. Ich bin schon stolz auf dich, Kane. Oh, ich muss. Du kannst das nicht anlegen. Berserkerklinge kannst du anlegen. Machen wir einfach mal. Kannst du das nicht anlegen? Vollmondring. Ehrlich bin, gefällt mir dieses Magiergedöns irgendwie besser. Außerdem bin ich einfach nur noch raus. Oh mein Gott. Halleluja. Wir haben diesen scheiß Dungeon hinter uns. Ich mach drei Kreuze, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das Ding ist, da kommt noch so ein Dungeon. Ich weiß zwar nicht, wie die Gegner da so drauf sind, aber okay, die haben niedrigere Level als in dem anderen Dungeon. Das ist schon schön. Also mit dem niedrigeren Level. So, wir müssen dafür diesen anderen Dungeon. Oh, das ist jetzt die falsche Welt. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich bei der Overworld geguckt und bei der Underworld. Dark Dingsbums Tower satt. So. Okay, da müssen wir hin. Ich weiß, wo wir hin müssen. Das ist schön. Aber ich würde sagen, wir fliegen erst noch einmal nach Tokra oder wie das heißt. Um nochmal zu schlafen, weil wir sind ziemlich ausgepowert. Haben wir eigentlich neue Gedanken? Nö. Okay, das Inn ist sofort das erste Gebäude. Ah, da haben die Entwickler sich mal was bei gedacht. Das ist so schön. Und schlafen. Dankeschön. Aber wir haben ganz schön viel Geld gemacht, ne? Wir waren ja irgendwie auf 90.000 runter und jetzt haben wir schon 130.000. Das heißt irgendwie 40.000 Gold gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie viele Level. Obwohl, also Edge ist ja jetzt immer noch nicht wirklich oben. Wie stört das? Ist ja, wie stand denn Julia jetzt gerade da? Mach das bitte nochmal. So. Dann fliegen wir jetzt zu der. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. So, da ist die Insel. Speichern wir erst einmal. Hier. Naja, dass ich irgendwie überlebt habe, wissen wir ja jetzt. Das finde ich jetzt irgendwie blöd, dass das nicht aktualisiert wurde. Naja, wir gucken uns auch einmal an, wie das Ding hier heißt. Höhle der Beschwörbaren. Aber ich... Oh Gott, ich komme hier nicht weg. Ich kam hier durch, als sie das Land der Beschwörbaren verließ. Wir sollten Leviathan und die anderen um ihre Unterstützung bitten. Ja... Aber nicht in dieser Folge. So, ich speichere jetzt nochmal. Und dann ist das jetzt eine Mini-Folge, aber das ist mir egal. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 4 in der Höhle der Beschwörbaren. Bis dahin. Ciao.
Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Final Fantasy 4. Wir machen uns jetzt auf in die Höhle des Beschwörers. Oder, also ich finde Pfad der Beschwörer irgendwie schöner. Ob es wohl allen gut geht. Diese Höhle führt uns zur Heimat der Beschwörbaren. Den Boden dieser Höhle kann man kaum als sicher bezeichnen. Das Portal zum Land der Beschwörbaren, eine Insel in der Unterwelt. Ganz schön viele Flugmonster hier, aber dagegen gibt es Mittel. Ja, gut, wir machen jetzt wieder Magic mit Rosa. Tut mir übrigens leid, dass ich das letzte Mal so, ich sag mal, verhaltene Laune hatte. Aber dieser Dungeon, dieser letzte Dungeon, der, oh Gott, hat er mich angekotzt. So, jetzt fliegen wir umher. Ist das nicht fantastisch? Und wir wollen hier den Weg so halb mitnehmen. Und dann erst einmal nach oben. Weil da gibt es eine Kiste und ein Geheimgang. Was war denn mit Sesse los? Liegt das an dem Schwert? Hey, Phoenix wieder. So, und hier gibt es jetzt einen geheimen Geheimgang, der gar nicht so geheim ist, aber trotzdem ein Geheimgang ist. Mit einem Äther. Ja. Jetzt mal ganz im Ernst. Dieses Levita, ja, das liegt an dem Schwert. Das Sesse nur das macht, was er will. Ja, das Schwert müssen wir dann gleich wechseln. Also hier im Dungeon geht es, aber wenn wir dann nachher, Dorf der Beschwörbaren sind, sollte ich es definitiv wechseln. Jedenfalls in alle Fälle, so, wechseln. Der Rest kann bitte angreifen. Los, peitscht drauf rum. Sehr schön. Also ich muss sagen, mir gefällt diese Todsuchtsklinge schon irgendwie. Ich glaube, die hatte ich beim letzten Mal spielen gar nicht. Ich weiß es nicht mehr, es ist so lange her. So, jetzt wollen wir weiter nach unten. So, damit ich hier so schön im Blick habe hier. So, ein Potion. Entschuldigung. Ach ja. Oh, er kann Orkan. Er ist Stufe 50. Ja, er wird sinnvoll. So. Nehmen wir das auf. Jetzt noch die Verbindung zwischen den beiden. Ah, da unten ist auch noch ein bisschen. Das wäre schon wieder so eine Ecke gewesen, die ich fast übersehen hätte. Übrigens wissen einige von euch, dass Final Fantasy 13 sehr oft kritisiert worden ist, da die Monster sehr ähnlich sind. Und dabei finde ich, dass es in allen Final Fantasy Spielen, dass die Monster in verschiedenen Farben wiederkommen, oder meine ich das nur? Kann natürlich auch sein, dass ich mich da irre, also Cecil hat verdammt viel Initiative mit dem Ding. Wow. So, kann man einen unten und da unten? Schön. Dann geht es ja schon hier weiter. Hier alles? Nein, wir wurden überrumpelt. Oh, und er hat gekrittet. Ich meine, ich habe halb bei der Menschen im Turnier gesuchtet. Ich weiß, es ist eine Parodie auf viele Spiele und generell, aber da war es auch so. Also, da spiele ich einfach zu wenig JRPGs und das wirklich. Oh, eine Soma-Träne.
da ist es ein schönes Item. Wen habe ich denn die letzten gegeben? Ich glaube Rosa, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja. So. Nächste Etage. Ach ja, was ich noch sagen wollte, genau, hier. Rosa ist Weißmagierin und kann Levitas. Ich frage mich, wie Rüdiger hier rausgekommen ist, ohne große Probleme. Also ich muss echt sagen, ich vermisse einen zweiten Bildschirm. Weiß ich nicht, sie hätten die Karte auch einfach irgendwie so anders einblenden können. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, so eine Karte einzublenden. Und das hier ist die denkbar schlechteste. Ich meine, ich kann den Dungeon überhaupt gar nicht richtig genießen. Also ich weiß gar nie, wie der so wirklich aussieht, weil ich immer dieses zweite Bild drüber haben muss, damit ich sehe, oh, du hast da noch so ein Fitzel übersehen. Oh, Erstschlag. Ich habe ja fast das Gefühl, wir hätten erst hier hingehen sollen und dann in den anderen Dungeon. Die Gegner hier wirken irgendwie erstaunlich leicht. Wir wollen erst hier oben hin. Und da oben ist auch noch eine Ecke, die dürfen wir nicht verpassen. Ach ja. Im Übrigen habe ich mir Borderlands The Pre-Sequel gegönnt. Großartig. Ich habe bisher erst 2-3 Stunden gespielt. Ich habe diese 2-3 Stunden so gefeiert. Ich spiele Lady Hammerlock. Also Aurelia, großartig, großartig. Also ich habe so viel Spaß an dem Char, das ist der Wahnsinn. Die ist so richtig schön over the top. Ja, ich möchte ja nicht angeben, aber ich habe so einen eigenen Planeten. Das ist so gut. Ah, herrlich. Also sie war so der einzige Grund, der mich dazu bewegt hat, dass ich mir den, also diesen Season Pass hole. Na gut, ich fand jetzt Handsome Jack, also den Klon, auch nicht schlecht. Ich finde übrigens generell, dass Handsome Jack ohne sein kaputtes Gesicht verdammt gut aussehender Kerl war, oder? Oh, ich hab vergessen, wie wird das zu machen. Oh, Drache. Und er kann blitzen. Oh, du Blitze gehen passabel. Also, das ist nicht so wild. Aber ich muss sagen, Rüdiger könnte euch ein bisschen mehr Leben haben. Mensch, Leute, trefft doch mal. Ich muss sagen, der Drache hat eine schöne Farbe, oder? Holzsanduhr. So, jetzt einmal Magie. Rosa. So. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr angetan von dem Sequel und ich hoffe, dass halt der nächste DLC, der kommt, definitiv noch mehr Story-Content bietet, weil die meisten sich darüber beschweren, dass storytechnisch gar nicht so viel zu holen war. Oh, ich sehe gerade, wir sind jetzt fast an einem Geheimgang vorbeigelaufen. Es kommt davon, dass ich viel quatsche. Off-Topic ist böse. Ach ja. Genau, Peitschen aus, den bösen Drachen. Der hat ganz schön viel Leben. Wow. Das hat er wahrscheinlich schon mal gesagt. Das ist wahrscheinlich das Thunder Dragon. Oh ja, der hat 12.000 HP. Kann man was von dem klauen? Ja, irgendwas Schweres, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Übrigens witzig, das Hourglass hat eine 5% Wahrscheinlichkeit, der hat aber auch einen 20% Drop. So. Gut, dann mach mal den 50% Drop. Fehlgeschlagen. 50% schon, Leute. 50%. Und er hat's verkackt. Leute. Mache ich das denn am besten? Hm.
Sehr schön. Immerhin etwas funktioniert. So, jetzt müssen wir nach unten, Pipi. Und dann gleich irgendwo rechts. Ah, hier. High Potion, Giftball und Kumikoishi irgendwas ausrüsten. Gucken wir mal, was das Giftball sagt. Ja, nehmen wir mal. Und für Edgy Boy haben wir hier das Kumikoishi oder so ähnlich. Jetzt kriegt er langsam aber auch passable Werte, ne? Also das können wir hier durch. Ich muss dann nochmal nach hier oben. Ja, sieht gut aus. Gut, dann wieder nach unten. Oh, wo es geht, dann gucken. Leute. Es scheint aber hundertprozentig zu funktionieren mit dem Einschlafen. Das ist irgendwie gut. Wie heißen die Dinger wohl? Bloody Eyes. Sind resistent gegen Erde. Ja, das kann ich mir denken, die fliegen. Ich muss sagen, diese Katana-Dinger sehen echt nicht schlecht aus. Ja, beides aus. Oh, Edge und Dings haben gar nicht mehr so viel Leben. Oh Gott, ist das Bein hässlich. Da fehlen mir die Worte. Oh, Lydia hat Tod gelernt. Ich glaube, das ist nämlich der Zauber, den sie gerade abgekriegt hat. Gut, dann Sissi, Mitra, alle. Wäre da noch eins gegangen? Oh mein Vita. Habt ihr übrigens auch den Oscar gesehen? Ich hab den Oscar gesehen. Ja, war ich heute müde. Boah, war das ein harter Tag. Also, wir haben jetzt den 24. Also, kurz nach 0 Uhr. Sieht gerade aus. Yes. Oh. Die können totcasten, das ist jetzt nicht so toll. So, jetzt müssen wir mal was testen. Du greifst ihn. Du benutzt mal Erzengel. Wo ist denn Erzengel da? Oh, du bist die Einzige, die noch irgendwas machen kann. Lass mich raten, das geht jetzt auf dich. Na, immerhin. Mal gucken, wie viel Leben da jetzt wieder kommt. Voll geheilt. Das ist geil. Das ist richtig geil. So. Uff, da jetzt. Ach, Leute. Oh, ein Phoenix wieder. Das ist süß. So, wir wollen erst geradeaus. Hä? Warum fliegen wir denn nicht mehr? Ach, Kane fliegt nicht mehr. Ah, ist ja gut. Stimmt, der hat ja das Zeitliche gesegnet. So. Ja, da war ein Aufdeckmoppel drin, glaube ich. So. Wir wollen zu hoch. Nicht hübsch. Definitiv nicht. Aber jetzt haben wir uns auch im Bestiarium. Spinnenfaden erhalten. Großartig. So. Och, Spiel. Nur zu Gegnergruppen oder so ähnlich. Oh, mit Vergiftungseffekt.
ich muss sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Interstellar den Oscar gekriegt hat für die beste Animation, weil Interstellar sah so unglaublich gut aus. Wobei ich auch sagen muss, Interstellar war unglaublich lang. Weiß ich nicht. Dieser Film, der hat mich mit seiner Länge schon ein bisschen gefoltert. Also ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der so lange Filme guckt. Ich klau einfach mal was. Kannst mal beten. Du greifst die an, du greifst die an und du greifst die auch an. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir was gestohlen haben. Gut, dass wir fliegen, wa? Ich muss übrigens sagen, dass ich mich sehr darüber freue, wie fleißig einige hier Kommentare schreiben unter dieses Let's Play. Weiß ich nicht, das ist so. Ich freue mich jeden Tag. Ich freue mich jeden Tag. Ich bin ja sonst eigentlich gar nicht so motiviert, so Videos hochzuladen, weil manchmal ist das ziemlich rar, was ich so an Feedback bekomme. Und seit einiger Zeit bin ich wirklich jeden Tag so mindestens ein, zwei Kommentare unter die Videos. Und auch unter andere Videos, die mal nichts mit Final Fantasy 13 zu tun haben. Und das macht mich so glücklich, das motiviert mich so. Also, vielen Dank. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Aber ich hoffe, du weißt, dass du gemeint bist. Ich habe ja schon ganz oft geantwortet. Also ich freue mich jedes Mal, wenn du einen Kommentar schreibst. Defender. Oh, aber in der Kiste lauerte ein Feind. Nein. Ach nee, der eine hat irgendwie ein bisschen komisch auch, oder? Bete du mal und du kannst mal hier schwimmen an den Drachen. Satansbraten, das ist auch irgendwie niedlich. Oh, der erste ist schon hin. Ja, den Drachen kennen wir ja schon. Sehr schön. Oh, er schüttelt mir ein Level ab. Sehr schön. Das funktioniert doch hier wie am Schnürchen. Was ist denn der Defender? Muss rüsten. Cecil. Defender. Bisschen weniger Stärke, aber dafür von allem anderen mehr. Aber ein bisschen weniger. Oh, doch. Nehmen wir. Ja, ich laufe jetzt hier nochmal kurz zurück und dann machen wir einen Schnitt und dann werde ich wahrscheinlich diesen Part an den letzten Part dran klatschen, weil ich den letzten Part dann doch ein bisschen kurz fand. Noch eine Sommerträne. Wunderschön. Gut. Dann beende ich das jetzt hier. Klatsche die beiden Parts zusammen, also die 10 Minuten von letztem Mal plus das hier. Ach, ihr werdet das schon gesehen haben. Ich brauche das gar nicht mehr erzählen, weil die 10 Minuten waren ja schon bei euch vor 20. Egal. Ach, ich bin manchmal so confused, ich weiß auch nicht. Also, bis zum nächsten Part. Also bis gleich quasi. Oder morgen in dem Fall. Oder wann auch immer ihr das guckt. Ach Himmel, heute ist nicht mein Tag. Also bis dann. Ciao.